Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einführung. Jetzt aber zum Thema. Meine Kernbotschaft ist ganz einfach. Sie können sich entspannt zurücklehnen, das Mittagessen genießen und verdauen, denn ich kann Ihnen hier unmöglich was Interessantes zu erzählen haben. Ich bin zum einen Vertreter eines Landes, also nicht mal zuständig. Ich bin zum zweiten nicht im engeren Dunstkreis des BMG. Das heißt, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wo es hinläuft. Und zum dritten, ich bin zwar Mitglied der Facharbeitsgruppe zur Krankenhausreform, aber wir sind zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, selbst wenn ich was wissen sollte, dürfte ich es Ihnen gar nicht sagen. Aber vielleicht stehen Sie jetzt doch nicht auf, sondern bleiben noch hier. Vielleicht lohnt es sich, ein bisschen aufmerksam zu sein, denn ich will Ihnen ja keinen Gesamtüberblick über die Reform geben, sondern nur ein bisschen praktisch beleuchten, wie man aus der Froschperspektive einer Landeskrankenhausplanungsbehörde vielleicht versuchen könnte, die Dinge irgendwie in den Einklang zu bringen. Zum einen möchte ich gleich zu Anfang mal mit einem Mythos aufräumen, nämlich dass Krankenhausplanung was mit Medizin zu tun hätte. Nein, das ist ein Dokument, das ist von Juristen für andere Juristen geschrieben. Es geht letztendlich darum, in der stationären Versorgung eine rechtlich saubere Grundlage zu haben, auf deren Basis man rechtliche Entscheidungen, was das einzelne Krankenhaus tun darf und lassen soll, begründen kann. Es geht letztendlich um einen Verwaltungsakt, den Feststellungsbescheid. Der wird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen, wird beklagt, wird am Ende vom Verwaltungsgericht überprüft und er wird dann aufgehoben, wenn er eine rechtlich falsche Entscheidung trifft, nicht wenn er medizinisch unsinnig ist. Ein Krankenhausplan hat in diesem System die Funktion, quasi eine gemeinsame Geschäftsgrundlage zu sein, für alle darauf aufbauenden Einzelentscheidungen. Er legt die Spielregeln fest, nach denen das Ganze ablaufen wird. Inhaltlich medizinische Entscheidungen dürfen Sie da nicht erwarten. Die bleiben naturgemäß auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau. Zum Beispiel sowas wie Erreichbarkeit von Krankenhäusern, 30-Minuten-Frist. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir gegenüber den Einflüsterungen von Medizin und Politik völlig unempfindlich sind. Diese Handlungsanweisungen müssen nur am richtigen Ort ins System eingespeist werden. Die Politik äußert sich natürlich über die Landeskrankenhausgesetze oder das Bundeskrankenhausrecht. Da bekommen wir so Schlagworte präsentiert wie Qualitätsorientierung, Patientengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und die werden dann natürlich in einem Plan umgesetzt. Die Medizin hat natürlich auch ihren Einfluss. Denken Sie an die Tendenz zur Verselbstständigung von Fachgebieten, die natürlich irgendwann einmal Tatsachen schafft, wo man sagen kann, das können wir planerisch nicht mehr übergehen, das muss berücksichtigt werden. Die Pressekonferenz vom heutigen Tag ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich sozusagen Entwicklungen dann auch ihren Weg in das verwaltungsrechtlich geprägte Thema der Planung bahnen, indem eben die Dinge herausgehoben werden und zu speziellen Leistungsgruppen gemacht werden. Zweiter wesentlicher Einflussfaktor ist die Finanzierung. Die ist mindestens ebenso wirkungsmächtig. Letztendlich ist man aus der Froschperspektive eines Landes ja in einer Situation, wo ich eine Planung anbieten kann, wie ich möchte. Wenn es um eine neue Leistungsgruppe geht und die nicht adäquat vergütet wird, werde ich niemanden finden, der einen Antrag stellt, dass er diese Leistungsgruppe auch tatsächlich mit Leben füllen möchte. Umgekehrt gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Dinge abzurechnen über die OPS-Codes, die krankenhausplanerisch gar nicht so vorgesehen sind. Wir haben in Hessen eine Reihe von Geriatrien, die im Rahmen der inneren Medizin betrieben werden. Wir haben nie einen Versorgungsauftrag erteilt, aber die BSG-Rechtsprechung macht es möglich, den OPS-Code abzurechnen. Insofern kann Krankenhausplanung ziemlich gut untertunnelt werden. Wenn man jetzt vor diesem Hintergrund einmal schaut, wie die Krankenhauspläne so sind, von denen wir im Moment auf Länderebene reden, dann sind sie meist um den Status quo herumgeschrieben. Die Krankenhäuser sind da, die da sind, sind erst einmal gesetzt. Möglichkeiten, in bestehende Strukturen einzugreifen, haben wir relativ wenig. Wir können natürlich einen Versorgungsauftrag entziehen, aber nur dann, wenn entweder keinerlei Leistungen erbracht werden oder die Leistungen von ganz, ganz schweren Qualitätsmängeln gekennzeichnet sind. Das macht eine Steuerung im Detail sehr, sehr schwer. Ich kann das mal an einem Beispiel aus der Onkologie illustrieren. Im Zuge der Krankenhausreform schauen wir jetzt natürlich sehr intensiv, viel intensiver als das meine Vorgänger getan haben, in die Zahlen rein. Wir haben ein Krankenhaus gefunden, das führt pro Jahr 12 Brustkrebsoperationen durch und so 10, 12 weitere Operationen im gynäkologischen Bereich. Das ist zu wenig. Das ist medizinisch nicht sinnvoll. Aber ich habe natürlich keine Möglichkeit, denen das zu verbieten. Das Ganze wird gemacht in der inneren Medizin
Und einem Krankenhaus, was prinzipiell Leistungen bringt, die auch nicht ganz schlecht sind, etwas wegzunehmen, das ist etwa so wahrscheinlich wie Ihnen zu Hause die private Baugenehmigung wegzunehmen, weil der Stadtplanungsbehörde das Haus jetzt nicht mehr gefällt. Das wird so einfach nicht funktionieren. Diese Einschränkungen gelten für das, was wir in Hessen durchführen. Die gelten aber auch für den Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen. Das ist auch der Grund, warum Nordrhein-Westfalen so schön zwischen allgemeinen und speziellen Leistungsgruppen unterscheidet und nur bei den speziellen Leistungsgruppen wirklich tiefgreifend eingreifen kann. Wir haben aber, und das macht die Reform so interessant, eine ganz andere Grundlage, wenn man eine Reform von der Seite der Finanzierung angeht. Bei der Finanzierung herrscht ja das bekannte Prinzip, dass Mittel erst einmal grundsätzlich nur jährlich bewilligt werden. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass eine Finanzierung ewig gleich bleibt. Jeder von Ihnen kennt das aus dem Steuerrecht. Es ist das Baukindgeld eingeführt worden, der Solidarzuschlag lebt seit 1991. Die Zahl der Beispiele ließe sich fortführen. Es sind aber auch großzügige Regelungen für die Steuerzahler mal von einem Jahr auf dem anderen abgeschaffen worden. Da gibt es keinen Anspruch darauf, dass etwas bleibt. Bei großen Investitionen reden wir natürlich von Übergangszeiträumen, aber wir haben eine ganz andere Änderbarkeit. Von der Seite her ist es ein unglaublich geschickter Zug des BMG gewesen, die aktuelle Reform über das Thema Vergütung anzugehen. Da haben wir natürlich eine viel, viel schnellere Änderbarkeit des ganzen Systems. Diese Vorgehensweise birgt natürlich Gefahren. Also da wäre ich ja auf den falschen Dienstherrn vereidigt, wenn ich das jetzt nicht darauf hinweisen würde. Denn natürlich ist eine vergütungszentrierte Reform immer an der Grenze der Gefahr, dass man die Planungshoheit der Länder negiert. Würde der Bundesgesetzgeber zum Beispiel jetzt wirklich sagen, so wie es heute angeklungen ist, alle onkologischen Behandlungen nur noch in zertifizierten Zentren, dann ist das schon ein ordentlicher Eingriff in die Planungshoheit der Länder. Darüber müssen wir uns unterhalten. Ich will nur sagen, Extremform gehen nicht. Die Älteren von Ihnen werden sich noch an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2004 zum Thema Juniorprofessur erinnern. Das Thema wurde abgesetzt, für verfassungswidrig erklärt. Nicht, weil die Idee schlecht war, sondern weil einfach der falsche Gesetzgeber gehandelt hat. Das reicht halt auch, um ein Gesetz zu Fall zu bringen. Vor dem Hintergrund werden Sie nach ganz langem Aufgalopp von mir verstehen, warum uns als Hessen diese Reform ganz wichtig ist. Wir haben eine einmalige Chance, eine Reform aus einem Guss zu machen, Planung und Vergütung auf eine Linie zu bringen. Das kann ein Land nicht alleine realisieren. Deswegen sind auch alle Stimmen, die man so teilweise aus dem politischen Raum hört, das hätten die Länder auch alles allein gekonnt, nicht hundertprozentig richtig. So wie es jetzt angegangen wird, hätten wir es nicht gekonnt. Aber das Ganze muss aufeinander abgestimmt werden. Ansonsten droht ein System, bei dem die Steuerungssignale in ganz verschiedene Richtungen weisen und man überhaupt nicht weiß, was am Ende herauskommt. Ja, gehe ich mal zum zweiten Punkt meiner Überschrift über, Bedarfsgerechtigkeit. Auch wenn ich über Bedarfsgerechtigkeit rede, muss ich zugleich erstmal die Grenzen betonen. Planerische Instrumentarien von Ländern sind streng reguliert. Sie sind notwendigerweise deswegen sehr schwerfällig. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mal sehe, mit welcher rasenden Geschwindigkeit Ärztekammern ihre Berufsordnungen überarbeiten, sieht man, dass auch andere Institutionen durchaus etwas länger brauchen, damit sie zu einem Ergebnis kommen. Aber wir sind eben nicht die Schnellsten. Das heißt, eine Änderung des Krankenhausplans oder des dahinterliegenden Krankenhausgesetzes braucht Zeit. Selbst Einzelentscheidungen brauchen Zeit. Ich kann jetzt aus der Praxis berichten, dass wir mit einem großen Krankenhaus inzwischen die 7. Runde zur Änderung eines Feststellungsbescheides haben. Also der Bescheid ist noch nicht erlassen, aber es ist das 7. Mal, dass wir anhören, weil immer wieder Änderungen gewünscht worden sind. So ziehen sich Verwaltungsverfahren natürlich ganz schön lange hin. Kurzum, diese gewisse Schwerfälligkeit führt natürlich dazu, dass eine Feinsteuerung des Bedarfes mit krankenhausplanerischen Instrumenten, also gerade mit einem Landeskrankenhausplan, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Dafür ist Medizin zu schnelllebig in ihren Entwicklungen. Man kann im Grunde genommen nur ein Stück weit hinterherrennen oder man sieht seine Grenzen und konzentriert sich eben darauf, und das versuchen wir im Moment, Strukturen zu schaffen, bei denen wir davon ausgehen, sie sind so leistungsfähig, dass sie mit Änderungen im medizinischen Bereich ohne weiteres umgehen können, eben eine gewisse Größe haben. Das heißt natürlich nicht, dass die Länder überhaupt nichts tun können.
Also, was tun wir? Wir haben zwei Instrumente auf unserer Seite. Zum einen beschäftigen wir uns natürlich intensiv mit der langfristigen Bedarfsprognose. Das kann man ja schön rechnen, weil die Bevölkerungsdaten bekannt sind. Da sind wir auch im Moment dran, um ein Stück weit vor die Lage zu kommen für alles, was nach der Reform auf Bundesebene dann auf Landesebene kommt. Und zum Zweiten beschäftigt uns natürlich ganz sehr das Thema flächendeckende Versorgung. Das ist eher ein Thema für die Notfallmedizin, das ist nicht so zentral für die Onkologie. Außerdem haben wir ja da noch den Effekt, dass im Grunde genommen auch durch Patientenbefragungen nachgewiesen ist, dass Patientinnen und Patienten im onkologischen Bereich durchaus willens sind, auch längere Wege in Kauf zu nehmen, wenn nur die Qualität am Ende stimmt. Jetzt mal den Brückenschlag zur Reform wage, kann ich da sagen, zum Thema Bedarfsgerechtigkeit, dass die Festlegung der Leistungsgruppen eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung haben wird. Mit der Festlegung der Leistungsgruppen wird entschieden, wie fein oder wie grob die Reform sein wird. Vereinfacht gesagt, sorgen differenzierte Leistungsgruppen dafür, dass von Seiten der Länder sehr weitreichend und tief differenziert werden kann. Ist die Zahl der Leistungsgruppen geringer, dann haben wir natürlich viel Handlungsspielraum vor Ort. Dann gibt es so etwas, was wir jetzt schon haben. Ein Versorgungsauftrag in der inneren Medizin ist in den meisten Ländern ein Privileg, ein Recht dazu, fast alles anzubieten an Leistung. Also Augenheilkunde bekommt man vielleicht nicht unter den Oberbegriff innere Medizin, aber ansonsten können Sie unter dem Label innere Medizin ziemlich viel machen. Wie unterschiedlich Leistungsgruppen sind, sieht man aber sehr schön am Beispiel Nordrhein-Westfalen. Das ist ja im Moment das Beispiel, an dem sich alle ein Stück weit abarbeiten und beeindruckt darauf schauen, dass es in Nordrhein-Westfalen 64 Leistungsgruppen gibt, wo die meisten Bundesländer sonst mit 16 Bereichen auskommen, die notwendigerweise noch gröber sind. Insbesondere im onkologischen Bereich freut man sich dann gern darüber, dass Nordrhein-Westfalen 9 oder vielleicht auch nach Zählung 10 Leistungsgruppen kennt, die primär auf den onkologischen Bereich zielen. Da muss ich allerdings ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil wenn man mal ganz genau hinschaut, stellt man fest, das Gewicht dieser Leistungsgruppen ist doch deutlich, deutlich unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen, nach den Zahlen, die aus dem dortigen Krankenhausplan stammen, fallen 35% aller Fälle in die innere Medizin, 31 Fälle in die allgemeine Chirurgie, also Leistungsgruppe allgemeine innere Medizin, 21% allgemeine Chirurgie und 31% auf andere klassische Fachgebiete, die sich im Grunde genommen nicht unterscheiden von dem, was die Krankenhausplanung der Länder im Übrigen kennt. Fachgebiet Urologie ist eben Leistungsgruppe Urologie. Auf die neuen Leistungsgruppen in der Onkologie entfallen 0,83% aller Fälle. Das ist keine ganz entscheidende Steuerungswirkung. Das klingt jetzt erstmal ganz technisch, was ich hier gesagt habe, aber es hat natürlich eine enorme Bedeutung. Wenn wir so relativ wenige onkologische Leistungsgruppen haben, haben wir natürlich ein enormes Risiko, dass Leistungsgruppen nur ein neues Etikett sind, um das zu zementieren, was ohnehin schon da ist. Also wenn ich in Hessen auf die Leistungsgruppe Kinderhämatologie und Onkologie schaue, habe ich drei Krankenhäuser, die Leistungen in diesem Bereich anbieten. Die sind alle zertifizierte Zentren und das sind die Kandidaten, die diese Leistungsgruppe bekommen würden. Kein anderer. Aber ich habe ohnehin keinen Wildwuchs gehabt. Es gab keine größenwahnsinnige Kreisklinik, die gemeint hat, mal in diesem Bereich Leistungen anbieten zu wollen. Insofern ist die Steuerungswirkung da doch etwas begrenzter. Im Gegenzug dazu werden die Leistungsgruppen allgemeine innere Medizin, allgemeine Chirurgie, die werden alle Krankenhäuser brauchen, die an der Notfallversorgung teilnehmen. Und je nachdem, wie die Grenzziehung gezogen wird, wie die Grenze gezogen wird, was man unter allgemeiner innerer Medizin darf und wofür man eine spezielle Leistungsgruppe braucht, haben wir eine Steuerungswirkung der Patienten oder haben wir nicht? Von der Seite her, das, was Herr Lauterbach heute vorgeschlagen hat, das Thema wird mit den Leistungsgruppen gelöst oder eben nicht gelöst. Wenn wir es auf Ebene der Leistungsgruppen nicht lösen, dann wären wir es. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag dann zur Freiwilligkeit. Voraussichtlich mit Zentrenausweisung allein nicht unter Kontrolle bekommen, weil die Häuser dürfen es dann ja. Ja, damit sind wir an der entscheidenden Frage der Reform. Welchen Inhalt bekommen die Leistungsgruppen eigentlich genau? Wenn wir uns an dem orientieren, was die Regierungskommission ursprünglich vorgeschlagen hat, wird es etwas differenzierter. Wenn wir uns an Nordrhein-Westfalen orientieren, wird es in vielen Bereichen etwas gröber. Sie können ahnen,
dass meine Präferenz auch mit Blick auf onkologische Versorgung ein Stück weit in Richtung einer etwas differenzierteren Planung geht, weil ich glaube, das ermöglicht uns eine Konzentration. Wir dürfen natürlich nicht überschlagen. Also ich nehme wahr, dass alle möglichen Fachgesellschaften beginnen, ein Stück weit die Bedeutung ihres Faches an der Zahl der Leistungsgruppen festzumachen. Also wenn wir das durchexerzieren, haben wir am Ende ein System, was genauso kompliziert ist wie das DRG-System. Es nennt sich dann nur Leistungsgruppen. Das kann natürlich auch nicht der Sinn sein, dass wir mit 1000 Variablen rechnen. Ich glaube, die Kunst liegt hier im Kompromiss. Diese Entwicklung, diese Tendenz, diese Unbestimmtheit ist natürlich der Grund, weswegen wir auf Landesebene erst einmal weitermachen. Wir haben ja in Hessen 8 onkologische Zentren, die nach GBA-Regelung ausgewiesen sind. Das sind alles von der Krebsgesellschaft zertifizierte Zentren. Und wir sind im Moment dran, weitere Zentren in den Rang eines GBA-Zentrums zu erheben. Das ist uns sehr wichtig, weil das natürlich ein Schritt ist, wie wir auch Patienten steuern können. Dafür hat der Titel genug Prestige und dass ein bisschen Geld dran hängt, das ist auch nicht schade. Gleichzeitig arbeiten wir an unserem Onkologiekonzept weiter. Dessen Architektur wird zwar nicht einfacher, wenn wir neben Zentren, die koordinierende Krankenhäuser sind, auch noch Zentren haben, die eben sozusagen normale Krankenhäuser sind, aber in gewisser Weise einen Sonderstatus beanspruchen. Aber wir wollen dennoch fortsetzen. Aus zwei Gründen. Zum einen ist ein Vorgehen auf Landesebene mein Sicherheitsnetz, dass wir eine vernünftige Versorgung haben, auch wenn die Reform auf Bundesebene nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen im Detail. Dann dürfen wir auf Landesebene immer noch ergänzende Vorgaben machen. Und zum Zweiten ist eine Regelung auf Landesebene dringend notwendig, damit wir die Zeit überbrücken können, bevor das Ganze greift. Das ist ja ein Teilaspekt der Krankenhausreform, über den relativ selten gesprochen wird. Deswegen will ich ihn hier mal in den Vordergrund stellen. Also selbst wenn wir davon ausgehen, zum 01.01.24 steht das Gesetz im Bundesgesetzblatt. Wir müssen Landesgesetz ändern, wir müssen Krankenhausplan ändern auf Landesebene. Für ein Landesgesetz brauchen wir circa ein Jahr. Krankenhausplan können wir parallel machen, können wir aber natürlich erst dann verabschieden, wenn das neue Gesetz in Kraft ist. Das heißt, da müssen auch noch mal ein paar Tage vergehen zwischen Verkündung des Gesetzes und Inkraftsetzen des neuen Krankenhausplans. Und dann können wir ja erst anfangen, Leistungsgruppen zuzuteilen. Die Leistungsgruppenzuteilung ist aber die Voraussetzung dafür, dass eine Finanzierung erfolgen kann. Das heißt, eine Finanzierung kann sich erst ab dem Jahre 2025 ändern. Die Regierungskommission schlägt eine Konvergenzphase von 5 Jahren vor. Das heißt, wir reden hier über eine Reform, die 2030 praktisch wirksam wird. Die Zeit bis dahin muss überbrückt werden. Also bis dahin zu sagen, wir tun nichts, wäre sicherlich nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten. Damit komme ich jetzt zum dritten Punkt, der in der Überschrift angesprochen ist, Qualität. Es tut mir ja fast schon leid, dass die Qualität jetzt ganz hinten steht und dass ich auch relativ wenig dazu sagen habe. Das ist keine Geringschätzung. Das liegt einfach daran, dass wir letztendlich von den eingangs erwähnten Faktoren abhängig sind. In der Krankenhausplanung stehen ja aufgrund der, ich sag mal, guten Erfassbarkeit, Strukturqualität und Prozessqualität eher im Vordergrund. Vereinfacht fördern wir die Ausweisung von Zentren, weil wir uns von denen eine höhere Behandlungsqualität erhoffen. Das ist eine sehr ähnliche Tendenz, wie sie auch das BMG an den Tag legt. Aber im Moment haben wir die wesentlichen Grundlagen noch nicht. Erst wenn wir Leistungsgruppen haben, können wir an die Leistungsgruppen Qualitätsindikatoren bringen und dann können wir sehen, wie der Brückenschlag zwischen Finanzierung und Qualität genau ausgestaltet bleibt. Das kann man so machen wie bisher. Es gibt für Zentren etwas zusätzliches Geld. Es gibt Leistungsverbote, wenn jemand ganz, ganz schlechte Qualität abgibt. Aber im Vergleich zur Gesamtsumme, die im Budget ist, ist der qualitätsgesteuerte Anteil doch eher gering. Man kann es auch anders machen. Da bin ich gespannt auf die weitere Diskussion. Und damit habe ich mein eigenes Schlusswort schon fast vorweggenommen. Es wird eine ganz wesentliche Änderung geben. Aber es sind zwei Faktoren zentral. Leistungsgruppen und Ausgestaltung der Finanzierungsregelung. Dazu haben wir noch ziemlich wenig Informationen. Nach meiner bescheidenen fachlichen Einschätzung aus der Froschperspektive eines Landes kann ich sagen, es ist eine einmalige Chance. Wir sollten sie nutzen. Wir haben Probleme, erhebliche Probleme. Personalmangel, demografische Entwicklung, finanzielle Stabilität. Aber keins davon wird besser, wenn wir auf so eine Reformdiskussion verzichten und darauf hoffen, dass die Probleme sich von alleine auflösen. Bleiben wir also zuversichtlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.